Die Gladiatoren! Wer wird sich in der Arena behaupten? Wer wird sich das Recht verdienen, im einzigartigen General Commodus im Kampf gegenüberzustehen? Wirst du es sein, Hermokles? Solange du noch kämpfst. Das ist vorbei. Jetzt sichert den Strand, meine Gladiatoren! Sichert den Strand! Los, Krieger, hack sie in Stücke! Deswegen sind wir hier. Nach der Eroberung der Küste Dovers ließ der siegreiche Commodus die verräterische Festung unter seiner glühenden Macht erzittern. Von gerechtem Zorn erfüllt, streckte der allmächtige Commodus die Briten für ihre Respektlosigkeit nieder und entzündete in Dovers gezähmtem Herzen die ewige Flamme Roms. Heute machst es mir einfach! Erwarte keine Gnade!
General Commodus zum Waldversteck der britischen Verräter, um ganz allein den bösen König Oswald und seine wilde Tochter gefangen zu nehmen. Commodus durchstreifte geschwind den Wald, geschwind wie ein Wolf. Geschwind, hast du gehört? Geschwind wie ein Wolf. Die britischen Bogenschützen versuchten, General Commodus zu bezwingen. Er ließ sich nicht aufhalten. Du willst gegen mich kämpfen? Die britischen Bogenschützen versuchten, General Commodus zu bezwingen. Aber er ließ sich nicht aufhalten. Du willst gegen mich kämpfen? Hier bin ich! Zu spät. Die Wälder Britanniens wimmelten von Feinden und der große General Commodus stellte sich ihnen allein. Römischer Abwurf! Wenn du schlau wärst wie ich, würdest du die Ursache bekämpfen, nicht das Symptom. Aber nein, du bist ja nicht ich. Du bist bloß ein Fleisch, das ist tot. Dachten, sie könnten den unerschütterlichen Commodus aufhalten. Mörderische, wilde Krieger von unerreichter Stärke. Gar nicht. Es waren eigentlich viel mehr mörderische wilde Krieger. Damokles war einfach brillant, oder nicht? So brillant, dass ich seinen Kopf will!
1000 Denari für denjenigen von euch, der ihn mir bringt. Die Belohnung ist mein! Tut mir leid. Es geht um 1000 Denari. Ich mache es kurz. Steht bevor! Commodus wird das Aquädukt zerstören! Was für ein Finale!